Der Media City in Leipzig den Countdown zur Goldenen Henne 2020 und wir befinden uns jetzt zum Start hier im VIP-Bereich. Tja, liebe Zuschauer, guten Abend. Schauen Sie mal, es hat sich schon durchaus gefüllt in den letzten Minuten, wer hier schon alles ist. Charlie Hübner habe ich gerade gesehen, Nico Santos ist da, Herbert Köfer hier von Ihnen aus gesehen zu meiner Linken, Inka Bause habe ich gesehen, Viktoria Herrmann. Also es ist einiges los heute Abend, das können wir Ihnen versprechen. Das wird ein ganz, ganz toller, fantastischer Abend. Und in 25 Minuten startet dann ja auch schon die große Gala, Deutschlands größter und beliebtester Publikumspreis. Und wir wollen gemeinsam die Zeit nutzen, uns darauf einzustellen, so ein bisschen einzustimmen mit tollen Geschichten und natürlich mit vielen Prominenten, die uns hoffentlich ganz viele Geheimnisse rund um die Henne verraten werden. Ja, und Sie haben sich schon gedacht, in diesem Jahr ist natürlich einiges ein bisschen anders. Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Also Sarah hat es ja gerade gesagt, wir senden aus der Media City hier in Leipzig, die kennen Sie, aber hier ist beispielsweise die Sachsenklinik beheimatet. Florian Silbereisen, der feiert hier immer seine Feste. Die Schlager des Monats werden hier produziert und ja klar, die Talkshow Riverboat natürlich auch. Sieht und, man so ein bisschen, ne? Ja. Und die Preisverleihung an sich, die findet so 100 Meter von hier im Studio 3 statt. Und wird natürlich eine tolle Gala heute Abend. Wir sind jetzt im VIP-Raum. Hier sind einige der Nominierten, einige Ehrengäste, die von hier aus natürlich mit entsprechendem Abstand die Gala anschauen. Und wir können sowieso angeben heute, wir haben nämlich internationale Gäste. Nicht so wenig zum Beispiel Weltstar Katie Melua. Und die hat uns schon mal verraten im Vorhinein, warum sie es so liebt, hier in Leipzig zu sein. I absolutely adore Leipzig. I have been here many times and this is actually the best time of year to come here because the autumn leaves look exquisite. So thank you for inviting me in these pretty interesting times. Ja, also sie freut sich sehr, in Leipzig zu sein, liebt die Stadt sowieso, aber gerade jetzt zu dieser Jahreszeit, klar, da sind die Blätter bunt, da ist sie ganz besonders gerne hier. So, da sind wir schon angekommen bei den ganz großen Stars, international, aber wir haben auch wirklich die größten Stars hier, die Deutschland zu bieten hat. Und da gibt es natürlich eine Frage, wird Helene Fischer heute Abend hier sein oder nicht? Das höre ich ja sowieso überhaupt zum ersten Mal. Ach so, ja, also ich weiß, dass darüber spekuliert wird. Was? Und wir werden auf jeden Fall schauen, was da passiert im Laufe des Abends. Ich würde schon mal Backstage gucken, ja? Was da los ist. Kann ich dich hier allein lassen? Kannst du mich allein lassen? Gut. Bis gleich. Gleich. Liebe Zuschauer, Sie kennen das, die eine geht, Gott sei Dank kommt meistens schnell die nächste. Mareile Höppner, einen wunderschönen... Es ist ja luxuriös. Aber so werden die Frauen bei ihm durchgewechselt, haben Sie es gemerkt? Ah. Die eine kommt. Mareile, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, hallo. Jetzt habe ich gerade gehört, es gibt Gerüchte, Mutmaßungen. Du kennst dich mit den Promis am besten aus, schon von Berufs wegen. Helene Fischer soll kommen. Weißt du da irgendwas drüber? Also das Gerücht kursiert die ganze Zeit. Ich sag's mal so, für die Fans wäre das ja ein bisschen wie Weihnachten und Ostern gemeinsam. Und es ist ja gerade eine Zeit, wo man Herzerwärmendes braucht. Aber wer weiß, was passiert. Okay, du bist ja auf den roten Teppichen dieser Welt zu Hause. Wie ist das denn? Hast du schon so ein bisschen das Hennefieber gespürt heute Abend schon? Also ich glaube, wir sind alle ganz begeistert, dass es diese Henne geben kann in diesen besonderen Zeiten, dass wir hier heute Herz zeigen können für tolle Menschen. Trotz des Abstands fühle ich mich hier sehr nah verbunden und auch mit allen zu Hause. Und wir hoffen sehr, dass wir dieses Gefühl heute auch nach Hause transportieren können. Und natürlich freuen wir uns ganz sehr auf tolle Preisträger heute Abend. Ja. Und das wird natürlich ein super Abend. Einer sitzt hinter mir, Herbert Köfer, ein ja. Mann, von dem ich gerne wissen würde, was er morgens zum Frühstück isst, denn das Müsli hätte ich auch gerne. Ich wollte gerade fragen, ob schon ein bisschen was weiß, aber Herbert Köfer natürlich, also herzlich willkommen, wunderbar. Mareile, schön, dass du da bist und wir gucken mal, Sarah ist nämlich jetzt bei einem Nominierten aus der Kategorie Musik. Ja, ich bin bei einem der 5 Nominierten im Bereich Musik und ich könnte mir vorstellen, dass das hier ein ganz gutes Pflaster für ihn ist. Einen wunderschönen guten Abend, Howard Carpendale. Dankeschön, hallo. Ja, ich bin gerne in Leipzig letzte Zeit. Da hat viel zu tun gegeben und auch schöne Überraschung. Ja, genau vor einer Woche gab es, glaube ich, hier Gold für das neue Album in der Sendung Das große Schlagerjubiläum. Der Erfolg ist also da. Spekulieren Sie auf eine Henne heute Abend? Ach Gott, ehrlich gesagt nein, aber wenn es passiert, ist doch schön. Wenn nicht, dann freue ich mich für jemand anderes. Das ist einfach mal schön, gerade in diesen Zeiten. Ja. Sie wissen das im Moment, es ist ja, schwer in der Unterhaltungsbranche überhaupt irgendwas zu machen. Und ich freue mich immer, wenn wir rauskommen und gerade hier in Leipzig. Die Goldene Henne war mir immer, ich habe mir immer eine gewünscht.
fällt in meine Sammlung. Vielleicht wird es heute Abend was, aber goldene Henne hin oder her. Wir können uns auf jeden Fall freuen, denn es gibt natürlich auch einen Auftritt. Und ich weiß, das neue Album ist ja in London aufgenommen worden. Bekommen wir heute Abend so einen Hauch London hier in Leipzig zu sehen? Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall singe ich ein Medley und zwei von drei Titeln sind die neuen Aufnahmen aus London, ja. Das heißt, wir müssen alle Nachbarn jetzt schon warnen, heute Abend wird mitgesungen, wenn es ein Medley von Howard Carpendale gibt. Dann gibt es da, glaube ich, überhaupt kein Vertun. Wir freuen uns so sehr, dass Sie heute Abend hier sind und auf den großen Auftritt gleich in der Gala. Und noch viel mehr musikalische Highlights aus den letzten Jahren der Goldenen Henne gucken wir uns jetzt an. Was für schöne Erinnerungen und jetzt sind wir zurück im VIP-Raum der Goldenen Henne 2020 und Ben und Sarah Zucker sind bei uns. Einen schönen guten Abend, ihr zwei. Guten Abend, hallo. Ihr strahlt bis über beide Ohren, gerade Sarah hat mitgetanzt, mitgesungen und jetzt möchte ich mal wissen, wie oft hast du denn mitgeklickt, weil dein Bruder ist ja tatsächlich nominiert in der Kategorie Musik. Ich habe sehr oft geklickt, tatsächlich, wirklich. Also ich saß da teilweise Nachmittage am Laptop und habe ganz viel gewotet, ja. Wobei man ja sagen muss, wenn du hast schon eine Henne, ist das wirklich erst 2 Jahre her, dass wir da standen und gesagt haben, du bist nominiert im Bereich Aufsteiger. Ja, das stimmt, ja. Wahnsinn. 2 Jahre her, ja. Kannst bin du sehr stolz drauf und auch jetzt wieder nominiert zu sein, ist natürlich großartig und ja. Kannst du dich noch erinnern, wie der Abend für dich war? Ja, kann ich ja. Hab ich nie vergessen, war großartig, ja. Sehr schön. Der nächste Aufsteiger direkt hier in der Familie. Sarah startet jetzt gerade total durch. Ihr steht oft zusammen auf der Bühne. Werden wir es noch öfter erleben? Schauen wir mal, oder? Ja, in Zukunft sowieso, ja. Jetzt augenblicklich müssen wir ein bisschen durchhalten. Und wenn wir das geschafft haben, dann geht's wieder los. Und dann werden wir auch zusammen die Bühnen abreißen, ja. Heute Abend sehen wir erstmal dich, glaube ich, Ben. Wir verraten noch nicht zu viel über deinen Auftritt, wollen ja noch ein bisschen überrascht werden. Drücken ganz fest die Daumen, dass es mit der zweiten Henne klappt und gucken mal, wen sich Lars geschnappt hat. Tja, liebe Zuschauer, bevor wir gleich zu unserem nächsten Gast kommen, sage ich Ihnen noch, dass es jede Menge Hintergrundinfos rund um die Goldene Henne auch auf mdr.de/goldenehenne gibt. So, und jetzt wird sportlich. Felix Neureuther ist nämlich da. Guten Abend, Felix. Servus, hallo. Es ist ja so eine traurige Premiere dieses Jahr. Es gibt keine Henne in der Kategorie Sport. Es war einfach nichts bis wenig los. Du bist trotzdem gekommen, hältst so ein bisschen die Sportfahne hoch. Warum war dir das wichtig, heute zu kommen? Ja, einer muss ja die Sportfahne hochhalten letzten Endes. Und ich glaube schon auch, dass es ein wichtiges Signal ist, dass der Sport stattfindet. Schon alleine auch für die Kinder, für die Jugendlichen, dass sie Motivation haben, rausgehen, sich bewegen. Und von dem her, ja, ist das, glaube ich, schon auch ein gutes Zeichen. Du bist ja ARD-Wintersport-Experte auch. Kannst du schon oder weißt du schon was, wie der Winter wird? Dezember, Anfang nächsten Jahres, gibt es schon ein bisschen was? Ist was in Planung? Kannst du uns was verraten? Ja, also sie versuchen natürlich unbedingt, dass die verschiedenen Sportarten stattfinden im Winter. Ich meine, es ist ja immer ein tolles Programm, die langen Wintersportwochenenden mit Biathlon, Skispringen, Skialpin und. Und ich hoffe sehr, dass sie es so durchziehen können. Es wird schon eine spannende Zeit, weil man nicht weiß, inwiefern dann wieder gelockert wird, wenn die Touristen vor Ort sind, wenn dort Weltcuprennen zum Beispiel in Kitzbühel stattfinden oder so, wie man dort eine Blase schaffen kann, dass das alles sicher zur Sache geht. Aber wir sind mal optimistisch und gehen mal davon aus, dass alles so durchgeführt werden kann. Ja, aber liebe Zuschauer, ich kann Ihnen sagen, der Mann hat genug zu tun. Ich habe gehört, du bist zum zweiten Mal Papa geworden. Ja. Ja. Also langweilig wird ihm nicht. Und wir, danke Felix, gucken mal, wen sich Sarah geschnappt hat. Ja, wir sind jetzt hier im Garderobenbereich der Henne und hier stehe ich mit einem weiteren Nominierten für die Aufsteigerhenne, Ramon Roselli. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, die Dame. Du lachst ein bisschen, ne? Bist gut drauf heute Abend. Ich freue mich, heute Abend hier zu sein. Das ist in der heutigen Zeit wichtig. Ja, gute Laune schon mal, voll Action gleich natürlich heute Abend hier für dich. Es geht um einen riesigen Preis, der wirklich wichtig ist, weil es ja ein Zuschauerpreis ist. Ich weiß, du hast schon so ein paar kleine bekommen, aber wie groß ist denn die Anspannung vor heute Abend? Ich bin ganz ehrlich, die Anspannung ist sehr, sehr groß, weil ich natürlich auch gespannt bin. Bekomme ich den Preis nicht? Wenn ich den Preis natürlich bekommen sollte, dann heißt es für mich natürlich, die Leute da draußen mögen mich. Mhm. Ja? Und das ist natürlich auch wieder so eine schöne Sache irgendwie. Schönes Gefühl. Hast du schon eine Dankesrede vorbereitet für den Fall der Fälle? Ich bin ein ganz spontaner Mensch. Wirklich? Und ja, wirklich. Und ich glaube, wenn ich mir irgendwas zurechtlege, dann ist das irgendwie im Kopf und weg. Und dann rede ich irgendein Zeug
Deswegen mache ich es immer ganz spontan und raus damit. Und das, was kommt, das kommt. Wenn wir von der Aufsteigerhenne sprechen, ist das ja bei dir fast ein bisschen untertrieben. Also du bist ja ein regelrechter Senkrechtstarter. War das wirklich dieses Jahr im Frühjahr, dass du DSDS gewonnen hast? Im April. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass das wirklich gerade erst ein halbes Jahr her ist. Bei all den fantastischen Sachen, die passiert sind seitdem, gibt es irgendwas, was dir besonders im Kopf geblieben ist? Also aus musikalischer Sicht, von DSDS an, alles, was passiert ist. Bei DSDS, wunderschön, traumhaft. Alles, was danach kam, wunderschön. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Also ein Höhenflug sondergleichen. Ich habe mal geguckt, du hast bei so einer kleinen Instagram-Fragestunde gesagt, du siehst deine Familie fast jeden Tag. Guck dir auch heute zu und drück die Daumen. Na, das hoffe ich doch, ne? Dass sie heute zugucken. Dann schicken wir ganz viele Grüße an die Familie und schauen jetzt in eine Kategorie, für die ja immer noch abgestimmt werden kann, für unsere Online-Stars. Saliha Özcan betreibt Deutschlands erfolgreichsten YouTube-Kanal zum Thema Kochen und Backen. Erst war es ein Hobby als Ausgleich zum Studium. 8 Jahre später sind fast 1,8 Millionen User dabei, wenn Sally ihre zuckersüße Leidenschaft mit der ganzen Welt teilt. In Sallys Welt. Sie ist eine der erfolgreichsten deutschen Influencerinnen. Mit Schmink- und Modetipps wird sie zum Star. Über 10 Millionen Menschen sind süchtig nach ihren Videos. Inzwischen startet die 26-Jährige auch als Schauspielerin, Sängerin und Unternehmerin durch. Das Powergirl im Netz, Dagi B. Tim und Jan zeigen Geschichten aus dem Leben, einem Leben mit Tourette-Syndrom. Über 2 Millionen Follower erreichen sie bereits mit ihren Videos und reden darin offen und humorvoll über die Krankheit. Für jeden erlebbar, stark, emotional, polarisierend. Gewitter im Kopf. Kai Schmidt ist Deutschlands bekannteste Lehrkraft. Alles begann mit Lernvideos für die Hausaufgaben. Heute erklärt er Schülern, Lehrern und Eltern Mathematik, Physik, Chemie und manchmal sogar das Leben. Mit über 600.000 Fans ist er der absolute Lieblingslehrer im Netz. Lehrer Schmidt. Florian Kiso alias Varion gilt in Internetkreisen als Geheimtipp, denn immer mehr Menschen feiern seine Comedy-Videos. Amüsant schlüpft der 28-Jährige dabei in Alltagssituationen und stellt sie pointiert und witzig dar. Eine One-Man-Show mit Lachgarantie. Varion. Tja, liebe Zuschauer, also abstimmen können Sie noch für die Online-Stars unter voting.goldene-henne.de. Und einen der Nominierten, den habe ich mir schnell geschnappt, er ist auch noch Mathelehrer, Lehrer Schmidt. Sag mal, Kai, ich weiß nicht, Mathelehrer, wie das mit der Beliebtheitsskala so ist in der Schule. Also, oder ich frage mal so, stimmen deine Schüler für oder gegen dich ab? Das weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall Thema in der Schule, klar. Kann ich mir vorstellen. Ja, was haben denn deine Kollegen gesagt, als du angefangen hast, solche Videos ins Netz zu stellen? Sag mal. Also es war am Anfang, das muss man sagen, wirklich ungewöhnlich, weil als ich vor 7 Jahren mit YouTube angefangen bin, da war das mehr so Katzenvideos. Ja. Aber das hat sich gewandelt und ich glaube, ich habe damals auch den richtigen Riecher gehabt. Wobei man immer sagen muss, das war nie geplant, dass das öffentlich wird. Das waren Videos für meine Schüler. Und die Schlingel, die haben sich nicht dran gehalten, dass das nicht verteilt werden sollte. Und das, so ist das angefangen. Also bei dem Mann kann sogar ich noch Gefahr laufen, Mathe zu verstehen. Ja, viel Erfolg heute Abend und wir schauen zu Sarah, die hat schon den nächsten Gast. Ja, ich bin ein bisschen froh, dass du das mit dem Mathelehrer abgehandelt hast. Da wäre mir schon Angst und Bang geworden, nur weil ich vor ihm stehe. Das ist bei diesem Mann anders. Charlie Hübner, einen wunderschönen guten Abend. Moin. Ja. Nominiert natürlich in der Kategorie Schauspiel heute für ganz viele verschiedene Produktionen. Aber ganz viele kennen und lieben natürlich vor allem den Polizeiruf aus Rostock. Sag mal, was macht euch denn so beliebt? Ich glaube, die nordische Härte, dass wir versuchen immer so zu agieren, wie man das auch im echten Leben machen würde. Und dass die beiden sich so beißen, dass man am Ende sich eigentlich nur lieben kann. Ist natürlich gar nicht so leicht, immer irgendwie man selbst zu sein. Als Schauspieler darf man es gar nicht. Ich war vollkommen erstaunt, als du den Vater von Udo Lindenberg gespielt hast. Ja. So total spießig, da dachte ich, das kann er doch nicht sein. Färbt sowas eigentlich so ein bisschen auf den Menschen ab? Oder gehst du da raus und bist wieder total Charlie? Oh Gott, das ist immer so desillusionierend, wenn man so sagt, es ist dann auch nur Arbeit. Aber das ist halt auch Teil der Arbeit, dass man versucht, für die Sekunde auch im Theater eine Illusion aufzubauen. Und dann geht man aber nach Hause und kümmert sich um sein Wohlbefinden. Sehr schön. Wir freuen uns, dass du heute hier bist und geben nochmal ganz schnell zurück an Lars. Vielen Dank.
Tja, und ich sag mal, wir sind jetzt angekommen im Show Olymp, kann man sagen. Florian Silbereisen und Thomas Anders, herzlich willkommen in Leipzig, ihr Lieben. Ja, ich weiß gar nicht, bei so viel Erfolg auf einem Haufen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal, ihr seid nominiert heute Abend. Wie aufgeregt seid ihr denn in der Kategorie Musik, sagt man? Naja, sagen wir so, ich bin schon ein bisschen nervös. Man weiß ja nicht, wie das Spiel ausgeht, ne? Ja. Also, ich weiß wirklich nicht, was ich da irgendwie sagen soll. Ich habe gar keine Tendenz, weil wir haben großartige Kollegen, die mit dabei sind und die es irgendwie auch alle verdient haben. Aber wünschen tue ich es mir natürlich für uns. Mensch, ich drücke euch ganz, ganz doll die Daumen. Wir werden sehen. Also okay, wunderbar. Der Sacko ist übrigens stark. Das hast du doch keine Pflaume geklaut, oder? Das gibt's doch zu. Hatte der so ein ähnliches? Ich hab nur festgestellt, es ist ein bisschen eng. Und ich habe jetzt gerade Platz genommen und es wird ein gemütlicher Abend. Im Stehen ist es deutlich besser als im Sitzen, aber... auch bei mir waren es zumindest, ich glaube, ein paar Gramm waren es. Sieht super aus. Ich wünsche euch ganz, ganz viel. Ich drücke euch die Daumen. Wünsche euch viel Glück heute Abend. Ja, können wir gerade einen schönen Abend. Das ist wichtig. Ja. Florian Silbereisen, Thomas Anders. Und wir gucken jetzt nochmal auf ein paar Stars aus der glorreichen Geschichte der Goldenen Henne. Ja, und wenn wir auf die Uhr gucken, sehen wir haben eigentlich überhaupt keine Zeit. Aber jetzt müssen wir Frau Henne natürlich auch mal ganz kurz in diese Show vorab holen. Liebe Inka, wir haben so viele tolle Momente gesehen mit dir von der Henne. Danke. Sag uns, warum auch heute das ein fantastischer Abend wird. Das wird ein fantastischer Abend, weil ihr alle die Henne liebt. Die, die die Henne machen, lieben die Henne. Die, die die Henne machen, haben die Helga Hahnemann zum großen Teil auch gekannt. Und auch die, die sie nicht gekannt haben. Der Geist wabert hier durch den Saal. Und deswegen wird es heute eine ganz besondere Henne, wie jedes Jahr. Und die gute Nachricht für alle Zuschauer, wir werden dich noch länger sehen und zwar in der großen Show. Dankeschön, dass du hier bist. Dankeschön. Und Lars, der tummelt sich gleich bei internationalen Stars. Ja, also ich habe mich jetzt mal sozusagen in die Backstage-Katakomben der Goldenen Henne begeben. Die Goldene Henne ist ja traditionell auch eine internationale Veranstaltung. Und jetzt haben wir einen internationalen Superstar hier, nämlich Amy McDonald. Welcome to Leipzig. Thank you for having me here. How do you like it here it's so great. Far? It's very rainy today, so I feel like I'm back home in Scotland. Also sie sagt, es ist ein bisschen regnerisch in Leipzig heute Abend. Das ist, kommt ihr fast vor wie in Schottland. Super. Heute ist ein wichtiger Tag für Amy. Today is a very important day for you, because it's release day of your new album. Also heute kommt ihr neues Album raus. It's called The Human Demands. Yes. So, also das heißt so viel wie, was die Menschen begehren. Oder was sie erwarten. So, can you tell us a little bit about the music on your new album? Yeah, it's basically an album about life, about the ups and downs and all the in-betweens and the things that we all face, just trying to get from one day to the next. It feels like it's quite pertinent at this time, even though it wasn't written about this situation. It just feels like it's come along at the right time. Okay, also ein Album über das Leben, wie man so von Tag zu Tag kommt. Eigentlich hat sie das gar nicht geschrieben, um auf die jetzige Situation aufmerksam zu machen, aber es passt natürlich sehr gut. So, what are you going to perform on the stage tonight? I am going to perform the first single from the album, which is a track called The Hudson. The Hudson, yeah, of course, I heard the album. Ich habe natürlich reingehört. The Hudson, toller Song. Also, Crazy Shades of Blue is a nice song too. Oh, thank you. Yeah, also, yes, that one's a bit quieter. Yeah, eher ruhige Songs dann auch, aber es ist auch richtig tolle Pop-Songs. Also wir freuen uns drauf, so we're looking forward, yeah, to see you on the show. Thank you. Thank you for taking the time. No problem, thank you for having me. Amy McDonald, sehen wir gleich in der Show. Und wir gucken jetzt mal so ein bisschen auf die Ehrenpreisträger aus der Geschichte der Goldenen Henne. Sie gibt es für besondere Lebensleistungen. Die Ehrenhenne. 1999 geht sie an Helmut Kohl. Und mir gefällt auch eine Goldene Henne. Das ist so ganz und gar unkriegerisch. Ja, auch Ehrenpreisträger Hans-Dietrich Genscher darf sich seine Henne auf der Bühne abholen. Ich bin ein Hallenser. Und er ist der Rockpoet der Einheit. Die Henne geht 2004 an Udo Lindenberg. Hallo Henne, ich bin die Nachtigall. Die Paniknachtigall. Freude bei Ute Freudenberg. Ihre Jugendliebe wird zum beliebtesten Ostsong gewählt. Ich danke euch. Ich danke meinem Publikum. Ich danke euch. Danke. Die Ehrenhenne 2009 geht an die erfolgreichste Rockband aller Zeiten, die Scorpions. Ich bin Deutschlands Charmbotschafterin. Aha. Super Illo und alle anderen herzlichen Dank.
Thomas, dass du tatsächlich die Zeit dir genommen hast, um so lieb zu mir zu sein. Ich hab mich vorbereitet, das mache ich fast nie. Ich muss erst mal tief Luft holen. Ich habe schon vorhin geträumt, aber ich habe gedacht, ich erreiche es nie mehr. Ich würde sagen, 25% der Henne gehen an all meine Frauen. Ja. Wolfgang Stumpf, die fünfte Henne heute bekommen. Helene Fischer auch schon fünf. Wo stehst du auf dieser Rangliste? Bei null. Das kann so nicht bleiben. Herzlichen Glückwunsch für die goldene Henne. Der Kaiser wird mit einer Henne für sein Lebenswerk geehrt. Ehre, wem Ehre gebührt. Auch ganze Fernsehserien können die Henne bekommen. Beifall für das Team des legendären Polizeiruf 110. Ja, nach so vielen fantastischen Henne-Momenten aus den letzten Jahren wollen wir jetzt natürlich für neue sorgen. Sind hier alle bereit? Im VIP-Raum, in der Lounge, wollen wir loslegen? Na wunderbar. Meine Damen und Herren, dann starten wir mit der goldenen Henne 2020. Viel Spaß! Viel Spaß!